Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play, wie ihr seht, mit einem Falconier, mit einem neuen Bild. Und ja, da bin ich Level 53, weiß jetzt nicht genau, wie viel Level der andere hat, aber ich bin jetzt durchgerusht und habe wahrscheinlich weniger Level. Der andere, der Paladin, macht einfach zu wenig Schaden. Ich habe es mit einem anderen, mit dem einen Druidenbild da, mit der... wie heißt das? Schwarmklingenform, genau, gespielt und ich konnte den Lago nicht besiegen. Der wurde irgendwann mal immer schneller in der dritten Form und hat mich dann mit dem Laser besiegt, der ganz links gecastet hat und ich konnte dem nicht mehr ausweichen und bin dann gestorben. Aber mit dem hier bin ich noch unsterblich, das heißt, also wir sind noch nicht gestorben, aber wir werden vielleicht bei Lago und sterben. Sie hat nicht so gute Verteidigung, da müssen wir noch kurz schauen, ob wir ein bisschen Kälte-Resistenz machen kann. Aber ich habe hier zwei Unix gefunden, die ich unbedingt brauche. Für den Leash natürlich Exsanguinius. Wird wahrscheinlich ja viel mehr Wort geben für uns. Und dann diese Flasche Whisky. Jo, die wird dafür, ja, den Falcon hier sicher sehr gut sein, aber dafür müsste ich, glaube ich, noch andere Unix haben, aber jo, ist beides mit einem Legendary Potential, also schon droppbar, dieses Potenzial, und ja, ihr seht es ziemlich stark, ja? Also der B macht heftigen Schaden, er benutzt ja Shuriken mit Gleffenot und dadurch ja, ist sie nur noch einen Shuriken sozusagen, aber dafür einen starken mit Blitzschaden. Haben wir auch eine Rüstung dafür. Wir haben diesen Stab, den ich ja gerne gefunden habe. Und ich habe auch endlich da mit physischen Fähigkeiten plus 1 den Gürtel gefunden. Aber einfach zu wenig Resistenzen. Ja, es wird ein bisschen schmerzhaft sonst sein. Müssen wir noch kurz schauen, ob wir das noch ein bisschen verbessern könnten. Vielleicht durch Drops. Oh, Giftresistenz 41, das ist sehr wichtig. Ihr werdet sehen, es wird dann wahrscheinlich auch wieder die Schlangen geben, die sehr stark Giftschaden machen. Gift müsst ihr unbedingt jetzt auch mehr casten. Hey, das ist ein geiles Bild, ey. Boah, wie schön das wurde. Richtig schön. Ja, und der Falken macht auch Spaß mit diesem Angriff auf der W. Das ist Luftangriff, genau, und hat wirklich sehr motivierend gewesen zum Hochspringen. Aber ich bin fast ein bisschen zu spät. Ich wollte eigentlich früher eine Folge bringen. Aber es geht halt immer so ewig lange. Ich tue auch nicht abkürzen, weil ich wirklich jede Quest auch machen möchte durch die Stats und so. Ja, da haben wir die schöne Axt, die leider nicht mehr so stachelig ist. Die wurde sehr entschlagt, Tierkönig. Die war so mega stachelig und jetzt hat sie eigentlich gar keine Stacheln mehr. Nur noch Klingen. Finde ich jetzt nicht mehr so schön. Ja, meine ich, gell? Ja. Sagt man da eigentlich das Wort? Englisch? Weil Mini? Jetzt gibt es im Englischen. Ich denke schon. Kommt mir aber nicht sehr bekannt vor. Heißt wahrscheinlich anders. Meinungswidrig. So, das ist ein anderes Wort. Genau, also. Dann gehen wir mal zu Architekt Leif. Der ist jetzt im nächsten Gebiet. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen laufen. Es ist echt weit bis der nächste Wegpunkt. Ich glaube, es kommt auch kein Wegpunkt in dem Tempel mehr. Man muss wieder zurück nach Tefima, wie die heißt, Stadt. Man kann, glaube ich, mit der M-Taste, ja. Wie heißt die Stadt überhaupt? Doch, ist Tefima, okay. Sehr gut. Habe ich das noch gemerkt? Ja. Mir ganz alleine, ihr musstet das nicht merken, aber ich, der Lago. So, also komm mal raus, du Angsthase. Wie kämpfst du? Aha, die kämpft immer noch gleich. So, mal noch den Angriff auf der R-Taste, genau. Sie bekommt sehr viel Schaden, also sie dauert auch sehr lange. Ich weiß nicht, die Bosse sind langsam so mega übertrieben, oder? Dass die das noch nicht genervt haben mit der, mit dem... Ich glaube, sie hatten es noch schlimmer gemacht, also
Die Bosse haben jetzt noch mehr Leben. Und ich weiß eigentlich, spielen die Entwickler überhaupt das Spiel, oder? Wenn ich wenige Blitzresistenzen habe, macht die schon heftigen Schaden. Oh, sie ist weg. Also immer dort, wo die Gegner auch herkommen. Ja, okay. Kam jetzt nicht so perfekt. So, da und da. Darum und dann das. Oh, das ist ja aber ganz weit geflogen. Oh. Die Arme, live. Keine Chance gegen uns. Die heilen uns auch ständig, habe ich das Gefühl. Ein paar Passive nutzt, glaube ich. Sie ist immer so schnell weg. Mann. Und immer auf der anderen Seite. Wir machen schon Eindruck, hä? Weil wir auch schnell sind. Ich habe hier so eine Note beim Ding, wo die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Sehr gut. Ich tue es jetzt gerade, habe ich glaube ich auf Level 1 von irgendwas. Gerade, kann sie zeigen. Blut mit Schuriken, sehr gut. Tanze Schläge. Pappe. Nein, hier. Und zwar diese Note hier. Während Bewegung erlittener Schaden, minus 1, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 1%. Verdoppelte Bekürzung Treffer des Balken, also eigentlich 2% fast immer. Ist ein bisschen weniger, aber immerhin ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Zu viel will ich ja auch nicht haben. Es gibt wieder Builds mit unglaublich vielen Bewegungsgeschwindigkeit, glaube ich, plus 200. Und wir haben, glaube ich, standardmäßig so 60 oder so. Oh nein, das ist ja schon die Arena. Wir haben 35 erst, also. Könnt ihr vorstellen, wie viel 200 ist? Also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich die Resistenz jetzt ja nicht machen kann. Ich tue mal die angreifen, dass die weg sind. Oh, Laser. Ja. Also ich weiß nicht, der hat sich irgendwie verändert. Oh nein, weg. Oh Gott. Hat sich irgendwie verändert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, weil ich konnte ihn mit der Swarmblade Form nicht gut angreifen. Also wahrscheinlich müssen wir die Tentakel töten. Ich habe jetzt gerade keinen Angriffspunkt mehr in Sicht. Also ich mache das einfach mal so. Jetzt müssen wir auch schauen, dass der Laser... Ja, macht nochmal den Ding. Immer rot heißt Laser. Okay. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen merken, weil ich habe das jetzt wirklich erst... Ja, vorgestern Abend noch gemacht. Sehr müde, ich weiß den Kampf nicht mehr so gut. Okay, rot und... Okay, in die richtige Richtung. Also ich mag den Kampf auch nicht. Der Kampf mag einfach niemand. Okay, also wir mussten eigentlich seine Tentakel jetzt angreifen. Das haben sie verändert scheinbar. Okay, jetzt müssen wir auch die Tentakel angreifen. Aber wir müssen schauen, dass die Wellen uns nicht treffen. Die verlangsamen, glaube ich, uns auch. Das ist immer noch relativ gleich. Also wir müssen sie sofort erledigen, sonst machen sie zu viel Schaden. Diese Ranken. Ja, seht ihr, machen unglaublichen Schaden. Also die Hälfte ist schon weg gewesen. Ah, da oben. So, also schnell wie möglich weg. Und deshalb habe ich auch einen stärkeren Beat, weil was bringt gute Verteidigung und Heilung, wenn du einfach keinen Schaden, also sehr wenig Schaden machst. Es macht zwar schon... Ja, Schaden, aber eher an Gegnern, die nicht so zäh sind. Das ist das Problem. Und deshalb, ja. Okay. Dieser Angriff ist sicher auch sehr stark. Nein! Meine Güte! Wie schnell er jetzt den eingesetzt hat. Ist einfach zu... Ist einfach zu schnell. Ich sehe nicht mal die Effekte auf dem Boden und schon sind die Effekte da. Oh, Laser. Auf die richtige Seite. Wow. Hey, ich habe mega Glück. Also wenn euch der Laser trifft, ihr seid schon fast tot. Also, ja, so viel Verteidigung kann man eigentlich nicht haben. In diesem Zeitpunkt. Oh, ich wurde voll getroffen. So, und jetzt nochmal hier angreifen. Er ist tot. Er ist einfach tot. Wir haben doch ein besseres Bild. Weil ich dachte immer, während dem Leveln, der Bild würde gar nicht so stark sein ohne ja die ganz guten Handschuhe. Und was ist noch? Diese Blitzklinge, dieser
so zittrig ist, als würde es eine Kralle sein von ihm oder so. So wie, wie heißt das? Wie Zähne. Ich kann ja mal kurz nachschauen, das ist ein Bild. So, aber ich will den Loot haben. Ja, okay, das ist ein schlechtes Item. Blitz. Auf Feuer und Blitze, das nehme ich mit. Brauche ich nicht. Zu wenig Ressis und sonst. Kältewiderstand, sehr wichtig. Okay, einfach mal weg damit. Und während dem Laden, schaue ich mal. Sie heißt Fulgoritcha. Ich kann das mal kurz zeigen auf dem Bild. Und in der Videobeschreibung ist auch der Link. Ich habe noch kein einziges Unique von diesem Bild. Aber ja, das ist der Bild. Und ja, das ist so die Skillung. Da haben wir noch 10. Und ja, wir brauchen noch St. Crozony Set Strike. Den hole ich ab jetzt. Nein, ich muss ja hier noch 6 Punkte reintun. Das ist mir ein bisschen zu wichtig. Ja, Crit Avadance ist eigentlich auch wichtig. Wir machen es noch nicht so schnell. Da ich finde, Synchronicus Strike. Mein Gott, ist das schwer. Englisch ist immer so schwer zum Aussprechen. Ist halt wirklich ein Angriff, den man so nicht einsetzt, weil er zu lange dauert. Und er halt einfach irgendwie zu wenig Schaden macht, außer zum Schatten generieren. Und ich brauche keine Schatten. Also, der Schaden kommt eher über die Schattenklingen von Umbroblades und deshalb setze ich lieber den Angriff viel mehr ein. So auf Cooldown halten und so. Ja. Okay, hier ist jetzt Nacht. Das war doch nie Nacht. Doch. Nein, das ist jetzt neu, dass hier Nacht ist. Es war sehr hell hier. Okay, die haben auch die Tageszeiten manchmal verändert. Jo. Ich möchte gerne mal Zeit mir nehmen, alles durchzulesen oder euch auch zu zeigen und ihr dürft es lesen. Aber oh, es ist halt einfach in einem Action-Rollenspiel, da willst du vorwärts kommen. Du hast das Verlangen nach Items, nach Fortschritt. Da alles vorzulesen, das machen vielleicht andere Let's Player, die das Spiel das erste Mal spielen und nicht einer, der schon 4 Jahre spielt und die Kampagne eigentlich ziemlich auswendig kennt. Ich kann es gerne mal in einem Livestream oder so machen, wenn ich jetzt mal nicht so Season, also Zyklen-Stress habe und ich endlich mal den Cycle of Fortune haben möchte. Aber ja, jetzt wollen wir vorwärts kommen. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen schneller den Akt 9 auch fertig. Aber ich freue mich riesig, dass es so gut ging mit Ding Lagun. Es hat wirklich übertrieben stark. Also die meisten Leute buhlen hier unten nach Unterstützung. Es ist unglaublich, wie oft das kommt. Bitte Lagun, Akt 8, bitte. Bitte Lagun, Level 76 oder so. Das ist der in den Monolithen, der ist noch schwieriger. Oh, die ganze Zeit. Oder? Ja, ich als Gelegener, also als Spieler, der noch nicht so weit ist und so nicht helfen kann, fühle mich dann immer so, kann ich das nicht selber und ja, wenn ich weiter wäre, ich würde helfen, aber muss ich das unbedingt? Es ist halt schon ziemlich nervtötend, dass so viele Spieler Unterstützung brauchen. Weil das ist ein Problem, was die Entwickler machen, dass die Spieler nicht vorwärts kommen. Ja. Also ich würde zwar für mein eigenes Spiel noch einen höheren Schwierigkeitsgrad machen, aber es einfach besser machen. Also dass man halt doch auch ein bisschen mehr Loot bekommt, bessere Item hat, dann vor dem Boss und dann Boss auch schaffen könnte, wenn man ein bisschen farmt. Aber scheinbar ist der Drop-Loot so gering, dass ich wahrscheinlich 5 Tage bräuchte, um wirklich gutes Equip zu haben. Es droppt im Lagun-Tempel schon wirklich wieder besseres Loot, aber immer noch zu schwach, um jetzt wirklich zu sagen, ja. Also die Fiole habe ich zum Beispiel in Akt 7 gefunden und nicht in Akt 8. Da habe ich eigentlich fast nichts mehr gefunden. Keine Verbesserungen mehr. Und schaut euch das Gift wieder, wie schnell das jetzt wieder runterging. Manche
Gebiete sind einfach nicht toll, weil der Schaden so übertrieben hoch ist. Es nicht mehr so gut skaliert. Also sie haben einfach mit Patch 1.0 wieder mega viele Balancing-Probleme eingebaut. Wo ich einfach sagen kann, wieso tun die die Entwickler das nicht playtesten, oder? Oh, gute Schuhe. Oh, das sind immer mega gute Schuhe. Aber halt nicht für eine... Okay, wegen der Intelligenz einfach. Der Rest kann sie schon gebrauchen. Also wieso tun die Entwickler so viele Bugs oder unsichtbare Gegner und so einfach einbauen lassen? Haben sie das nicht mehr geplaytestet? Haben sie die unsichtbaren Gegner nie getestet? Hey, es kam gestern das Reveal von Persefexer Necropolis raus und ich bin einfach so gehypt auf Persefexer schon wieder. Ich habe ja das Spiel ja schon, ja, mindestens, weiß nicht wie viele, ja, 14, nein, 12 Jahren, oder, immer wieder gespielt. Es ist mir langsam schon ein bisschen too much. Es motiviert mich wieder so mega. Ich hoffe einfach, dass die RAM nicht mehr so Probleme macht. Also ich muss da halt einfach sonst ein paar Grafikeinstellungen wieder reduzieren. Oder eher bei NVIDIA Kontrollzentrum, also da Einstellungen, ein paar Sachen runterschrauben. Und das ist ja optisch dann auch nicht mal so ein Problem. Aber das hat mir ja so mega in den Livestreams die RAM verglüht. Die ist wahrscheinlich schon lange gebacken. Auf 220 Grad cross gebraten. Ja, also, bin schon fast ein bisschen, überlastet, hä? Gamerisch überlastet. Ich spiele viel zu viele Spiele. Aber hey, ich freue mich immer riesig, wenn die Leute wieder Lust haben, ein Projekt wirklich anzuschauen, Kommentare schreiben, wie zum Beispiel letztens bei Champions of Regnum, ihr ja auch in diesem Spiel. Macht's, wenn ihr euch gut findet und mir euch auch ein bisschen unterstützen wollt. Ich will natürlich nicht unbedingt, dass ihr es machen müsst. Alles ist freiwillig, aber es tut mich so anspornen, jetzt auch einfach nur die Season, also die Liga, heißt es ja in Path of Exile, wieder mal zu machen. Es wird schwierig sein, es wird sehr viel gecraftet sein, es wird vielleicht gar nicht mal so mega mich überzeugen, aber ich möchte es einfach, ich möchte wieder dabei sein, ich möchte euch wieder mitnehmen und das natürlich aus Livestream und Let's Play. Ich werde eventuell einfach immer wieder ein Livestream machen, jetzt nicht täglich oder so, oder ja, nur wenige Stunden, aber dann immer wieder ein Video machen, dann wieder ein Livestream, wieder ein Video, damit ihr als Videoform auch nicht so lange schauen müsst wie in den Livestreams, also ja, damit ihr einfach mitkommt, oder, dass ihr alles seht und halt immer die Fortschritte seht am besten, weil ja, kann halt... Ich kann nicht so viel leisten und ich kann nicht so viele Videos machen, damit ihr da genügend schnell Folgen bekommt und so weiter. Ich einfach zu viele Nebenprojekte habe für ein Hack and Slay, da müsst ihr halt einfach das ein bisschen verstehen. Also hier werden wir bald sterben, wenn so große Gegner sind. Also, boah, ich habe so Angst mit so wenig Resistenz noch. Das ist jetzt wirklich der erste Charakter, der Level, also ja, diesem Level ist und diesen Akt erreicht hat überhaupt. Lagon ist schuld. Lagon. Nein, ist gar kein Leben mehr. So, die Schlüssel nehmen wir jetzt einfach mit und machen einfach auch ein bisschen mehr von diesen Dungeons durch die Schlüssel. Weil wir ja jetzt eigentlich fertig mit der Story sind. Also, nein, fertig mit der Kampagne. Die Story geht ja weiter. Aber einfach nicht unbedingt so mega vorwärts kommen müssen mit Monolithen. Machen wir einfach die Dungeons noch ein bisschen dazwischen. Genau, hier müssen wir, glaube ich, nach links gehen. Links unten. Aber wir schauen mal kurz hier. So ein Schild möchte ich halt schon tragen, aber ich habe den Stab halt immer noch, weil mir sonst Skillpunkte fehlen. Ich finde diesen Akt richtig nervig. Also, es ist ein toller Akt, aber es sind zu viele Gebiete und man muss zu viel irgendwo... Verstecktes hin, man muss zu viel Wege suchen. Es ist ja einfach ein anspruchsvoller. Es ist nicht spielerisch Anspruch, also schon spielerisch, aber es ist nicht so von den Gegnern her anspruchsvoll, außer dass manche ein bisschen zu viel Schaden machen, das stimmt.
zu viel Leben haben. Das stimmt. Aber mir gefällt einfach manchmal, jo, so das Boss-Vorkommen und das schwierige Gegner wie diese Wirbelwind-Schlangengegner schon ein bisschen übertrieben. Nicht vom Schwierigkeitsgrad, sondern von dem One-Shot oder von den, ja, ist man jetzt im Wirbelsturm oder nicht, man kann es nicht so, ja, man kann es nicht so ausweichen. Man ist plötzlich drin und hat schon so viel Schaden, dass man fast stirbt. Es ist einfach so spielerisch nicht so angenehm. Ich weiß, ich bin sehr anspruchsvoll. Genau der Giftmagier zum Beispiel hier. Kann so übertrieben stark sein manchmal durch diesen großen Wirbelwind, der kommt. Außen und innen. Genau der da. Aber ja, sind so übertriebene Gegner. Also würde der Entwickler nie, also es ist einfach programmieren und nie testen. Ja, ich bin halt einfach gewöhnt an Hack and Slays und wenn das so schlecht ist, dass wir einfach angewidert werden, weiterzuspielen und so, weil einfach das Balancing nicht stimmt und so, dann fühle ich mich immer so leer. Und das ist halt dann einfach ein bisschen Kritik, ein bisschen Frust auslassen. Es ist klar, für manche ist es wenig, für mich ist es viel Anstrengung. Ich habe ja auch die Nervenkrankheit oder so, aber meine Güte, jetzt haben sie so viel wieder schlechter gemacht, obwohl sie auch viel Gutes wieder gemacht haben. Es nervt einfach, es nervt. Es geht auf die Nerven. Ich habe eine Nervenkrankheit, eine Nervenschwäche und muss so viel aushalten. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich gehe meistens hier hoch. Ich habe ja die letzten Charaktere vor 1.0 eigentlich immer alleine gespielt. Ich musste alles auch ein bisschen ja, eigen lernen, oder? Ich gehe meistens hier hoch und hole einfach den Schrein und die Kisten. Ich weiß nicht, wie viele das überhaupt wissen, dass hier oben Kisten sind. Und meistens hat auch ein Schrein. Aber das ist eben da diese Mauer, ja, die wir nicht betreten konnten von links. So, und Kiffgärten, Eiskäfer. Also es ist, ja, für mich, ich spiele Hack and Slays, damit ich weniger genervt werde und werde so von den Entwicklern genervt. Trotzdem schon. Was denken sich die Entwickler manchmal, weißt du? Sind wir irgendwelche harten Kerle? Nee, sind wir nicht. Wir spielen Games, die kein Gehirn brauchen. Nur Loot und Farmen und Monster besiegen. Und dann machen sie so ein taktisches Rollenspiel draus, dass es einfach nur noch nervt. Die testen halt nichts. Also diese Giftschlangen in Akt 5, die sind so stark gewesen, dass sie immer vor dem Tod war. Also immer ohne Heiltrank sie nicht weitergehen konnte ohne Gegner. Also hier gehen wir nicht rein. Das ist immer falsch. Wir müssen hier so verschiedene Eingänge finden und den richtigen nehmen. Das ist meistens der zweite und nicht irgendwie der dritte oder vierte. Also hier drüben ist irgendwie der richtige. Aber es ist random, glaube ich, oder? Ja, das muss schon random sein. Jetzt auch zum Beispiel Skyrim. Da denkst du, ey, du kannst so wenig töten. Hast du ganz viele Wölfe auf Eis schon? Das werdet ihr noch sehen, der Part ist noch nicht veröffentlicht. Schattenklingen ist ja der Angriff, den ich jetzt gar nicht ausgerüstet habe, aber benutze. Ist aber viel Crit, wo ich verliere. Nehmen wir einfach mit. Also in Skyrim bin ich gerade auf Eisschollen unterwegs und so. Und ich habe so viel erlebt, aber so viele Wölfe besiegen müssen. Und zwischendurch gibt es dann die Schneewölfe. Und die sind so ultra stark gewesen. Ich habe sehr lange gebraucht mit meinem Feuer. Zauberspruch. Denkst du, wer macht Mods, die so viel alles schwieriger machen? Das ganze Spiel zur Hölle machen und man levelt einfach nicht. Ich bin immer noch Level 1, knapp vor Level 2. Stellt euch das mal vor. Ja, okay, ich muss ja wieder beginnen durch ein paar Mod-Probleme. Hier ist zum Beispiel die Schlange. Die ist es, die großen. Es gibt auch kleine Schlangen, die nicht so Gift sprühen oder wenn die so einen großen Giftsprüh-Ding haben. Die einfach so, weiß ich nicht, ungefähr 200
Giftschaden pro Sekunde machen. Das ist einfach übertrieben stark. Und ich bekomme mega durstig durch das Reden. Ja, mir geht's jetzt schon wieder besser. Die Krankheit hat mich so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe gemerkt, ja, die Leute haben weniger Lust, mir zuzuhören, wenn ich nicht so frei reden kann. So ein bisschen Schwierigkeiten haben, habe die Wörter zu setzen und so. Aber das ist einfach meine Krankheit und wenn ich auch ein bisschen unterstützt werde, geht es mir auch besser. Dann kann ich auch mehr besser Let's Playen und reden. Aber es ist halt schon, YouTube ist sehr minisch. Seid nicht unbedingt ihr, das sind alle. Also sind meistens die anderen. Ich frage mich, wie die sich fühlt. Die ist jetzt gerade sehr rebellisch am Diskutieren, am Reden. Hallo? Ah, nicht die, sondern der. Dass ich halt einfach manchmal einfach mit Energie von euch versorgt werden muss. Also, es ist nicht eine Aufgabe für euch. Ihr müsst es nicht unbedingt durchsetzen, aber es geht mir besser, wenn ihr halt auch ein bisschen für mich besser seid, oder? Das ist einfach so. Ich bin krank. Ich bin schwer krank. Ich kann es nicht heilen. Ich kann es nicht unbedingt selber besser machen. Und dafür brauche ich einfach Leute. Und genau das ist ja der Grund, wieso ich mich auch nie so akzeptiert habe. Auch nicht so mega, ja, auf irgendwie Werbung mache oder auf Einfluss, Influencer-Dasein setze, sondern mit euch einfach gerne den Spaß haben will. Und die meisten sind halt sehr inaktiv bei mir. Und jo, ich mache das ja eigentlich schon als einer der ersten Deutschen. Eigentlich bin ich der erste Deutsche gewesen, habe aber ja meinen Kanal 2010 verloren. Und der zweite Kanal hatte einfach dann noch keine Videos. Und ich bin dann erst ein oder zwei, ja, ungefähr ein Jahr später dann dazu, nein, weniger als ein Jahr dazu gekommen, dort wieder Videos hochzuladen, weil ich auch das Aufnahmeprogramm von, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, auf jeden Fall Fraps dann verwendet habe, wo ich eigentlich gehasst habe. So, wir müssen diese Gilde hier nehmen. Weil Händler und so, das können wir dann nehmen, wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir die Items brauchen. Wir nehmen hier. Und dann muss ich zum Observatorium scheinbar reisen. Okay. Sehr gut. Ich dachte, das wäre ein bisschen besser versteckt, aber es ist jetzt einfach in diesem Nebengebiet, wo die meisten gar nicht hingehen, weil sie dem goldenen Kreis folgen. Und deshalb immer fragen, wo ist denn das? Ich habe das gar nie bekommen. Also, hier ist sehr schlechte Performance, also sehr viel Hitzeentwicklung bei meinem RAM. Okay, jetzt hört's auf. Ich habe einfach meinen Lüfter an jetzt, also ein Zweitlüfter, der einfach Luftkühler ist und der ist so mega laut. So, durch die RAM-Auslastung. Gut, sehr interessant. Ich tue nur durch, drüber lesen kurz. So, ja, das will ich ja nicht mehr. Ja, will ich. Okay, jetzt ist noch mehr Leistung. Ich weiß nicht, wieso die sie das nicht optimieren. Das ist eine blöde Engine, oder? Gegner haben eine Chance von 35%, doppelt so viele Gegenstände fallen zu lassen. Das ist ja sehr geil. Okay. Und jetzt müssen wir hier nichts mehr machen. Okay. Also, ich möchte gerne mal etwas holen. Ja, wir brauchen halt nichts. Wir brauchen vielleicht Dolche. Okay, dafür brauchen wir Gunst. Okay. Ich möchte aber die Quests haben, bitte. Da oben. Ja, und es leckt auch hier drinnen. Das ist überhaupt nicht optimiert hier drin. Schade, aber gut. Also wenn die Aufnahme fertig ist, ist der PC überrastet. Ja, ist jetzt auch gerade fertig mit dem Part. Also jetzt gerade kostet das Game mega viel Leistung, Hitze. Also es entwickelt sehr viel Hitze.
Okay, dann machen wir mal rot oder so. Glück. Königstöte. Oh, das ist wirklich geil. Aber wir können alles halt ohne Gunst nicht machen. Das sind also sozusagen die Skilltrees. Armor, okay. Helm. Ja, was können wir jetzt sonst machen? Also ich habe jetzt keine Aufgabe bekommen, oder? Tod von Abscheulichkeit, okay. Arena-Schlüssel. Plus 6? Brauchen wir nicht. Also wir können die Sachen gar nicht machen. Wir brauchen Kunst. Aber jetzt verstehe ich gerade nicht. Wir haben ja die Taste Y, glaube ich. Auf jeden Fall schaue ich nur kurz hier. Jewelry, okay. Sehr gut. Gegner, nein, das ist nicht das. Hilfe anzeigen. Ich muss irgendwie Quests machen. Also ich muss einfach irgendwie Gunst bekommen, aber ich weiß nicht, wie Gunst. Aha, aber durch abschließende Quests. Wo habe ich dann Quests? Ich muss einfach Gegner töten, scheinbar. Okay. Also weil hier so schöne Performance ist, gehen wir wieder runter und raus. So, müssen wir hier noch etwas machen? Nein, das ist einfach nur noch der Handel. Jetzt gehen wir irgendwo, wo es die Quest gibt, da hier. Darüber wieder. Ich muss aber zur Oase. Okay, dann hier. Boah, ich hab heiß jetzt von diesem Lüfter. Jo, also. Ist leider auch wieder so mega beta-artig. Schade, dass die Entwickler es viel zu früh veröffentlichen und nicht testen. Aber ja, Performance-Tests, ja, mit so viel Details, ist auch sehr schwer. Na gut. Aber ja. Wir müssen dann einfach hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Hat mir Spaß gemacht, diesen Part aufzunehmen. Und eben das Spiel ist trotzdem wirklich sehr gut. Es gibt halt immer wieder Sachen, die mir ein bisschen, ja, nerven langsam, weil die Entwickler da immer wieder die gleichen Probleme auf andere Art und Weise in einem nächsten Update wieder einbauen und so. Also das mit den performancewidrigen Gebieten und so, das geht mir langsam auf den Keks. Aber ja, können wir nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt Spaß an dem Spiel, am Zugucken. Und ich habe sehr auch Spaß am Spielen und ja, testet das Spiel mal selber. Spielt es mir ein bisschen selber, wenn ihr es noch nicht habt. Und hey, es ist wirklich ziemlich gut gewesen. Auch der Lagon-Kampf hat mir jetzt schon viel besser gefallen. Aber wären wir getroffen worden vom Laser oder von diesem, ja, Eisgebiet, wo dann der Strahl runterkommt, ja, das hätte uns nicht gut getan. Wir haben Glück gehabt. Also dann. Bis zum nächsten Part oder Video oder ja, bis wir uns wiedersehen oder hören oder schreiben. Tschüss!